Ja, jetzt gibt es hier noch ein Abschiedskraulen und dann müssen wir leider abfahren. Auf Wiedersehen sagen. Bye bye. Ach, guck mal, kommst du auch noch mal vorbei? Wir sind dann nochmal zum Markt zurück und wir kaufen jetzt diese Kugel, obwohl die viel zu groß ist für unser Gepäck. Wir haben keine Ahnung, wie wir die nach Hause kriegen, aber wir kaufen sie halt, weil die so schön ist. Willkommen am Atlantik in Kleinmond. Wir legen hier einen kurzen Zwischenstopp ein, bevor es dann zu den Pinguinen nach Rescue Bay geht. Atlantik ist erreicht, ein Kleinmond. Und Susi stürzt sich jetzt in die Fluten. Wer am Nordpolarmeer im Wasser war, der fürchtet ja eh nichts. Mein Gott, nee, das dauert wieder, ey. Ja, was denn jetzt?
Mein Gott. Vielleicht von der Welle verschluckt. So, willkommen im Pinguinland. Betting Bay ist erreicht. Die Stadt der Pinguine. Und mittendrin Ralf. Im Rahmen. Er fällt mal nicht aus dem Rahmen, sondern er ist im Rahmen sein Cremeschnittchen. Freut sich schon den ganzen Tag drauf. Hier so schön, ja. Finden die Pinguine auch. Da sind sie. Hunderte. Stehen da alle wie im Stillgestanden. Hm? Wir sind jetzt hier im Pinguinland und schauen uns die Kleinen mal an. Hinter uns schöne Landschaft und der Atlantik. Ja, nichts los hier in der Pinguinkolonie. Die stehen hier alle wie im Stillgestanden. Die hüpfen nicht ins Wasser, die hüpfen nicht raus. Und deswegen fahren wir jetzt weiter. So, jetzt hier ist die Fails Bay. Wetter könnte besser sein. Ja.
in Kapstadt im 1-8 Hotel. Hier bleiben wir jetzt die nächsten 4 Nächte. Hallo, schönen guten Morgen aus Muizenberg. Ja, schönen Gruß aus Muizenberg. Ja, 2016, da sahen die Buden hier alle noch tippitoppi aus. Und jetzt voll der Ramschladen hier. 3 sind noch ganz akzeptabel. Und der Rest steht zum Abbruch bereit. Echt unfassbar, unverständlich. Der Parkplatz in Cape of Good Hope ist erreicht. Jetzt laufen die letzten paar Meter noch hier hoch. Hier vorne ist das CDF-Kamerateam. 360. Kamera klein, Kamera groß, Handy, alles dabei. I take all my belongings with me.
So, gleich sind wir da. Ja, Cape of Good Hope ist erreicht und jetzt stellen wir uns hier schön in der Fotoschlange an, aber es ist zum Glück nicht so viel los. Ja, auf besonderen Wunsch von mir gehen wir jetzt noch den Cape of Good Hope Scenic Walk bis da oben hin. So, sind jetzt wieder beim Abstieg, aber das hat sich dann echt voll gelohnt. Super Sicht von da oben. Ja, und aus der Serie Traumstraßen dieser Welt, heute der Chapman's Peak, Südafrika.
Thank you.